Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Ihr seht schon, der Ort des Geschehens hat sich schon wieder geändert. Und zwar hat mir der gute Christian Niederdorfer in die Kommentare geschrieben, wo ich einen Lorbeerkranz übersehen habe. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist ja, da habe ich gleich, Alter. Da musste ich gleich alles stehen und liegen lassen und Asterix und Obelix aufnehmen. Das kann ja nicht sein, den Lorbeerkranz, den müssen wir natürlich einsammeln. Und der eine oder andere sieht jetzt vielleicht schon da oben, da leuchtet ein Knüpflein. Das habe ich gar nicht gesehen in der letzten Folge tatsächlich. Obwohl ich ja immer alles finde und sofort sehe. So kenne ich mich gar nicht. Und der gute Christian hat mir auch erklärt, erstmal Grüße gehen raus. Vielen Dank, dass du am Start bist. Hat mir erklärt, wie man das macht. Und zwar, ich werde hier die Multis und die Römer natürlich nicht umhauen bzw. deren Helme einsammeln. Und zwar muss man, jetzt muss ich kurz gucken, wo war der Knopf? Da oben. Schießen, die ganze Zeit schießen, bis das Ding nach oben. Bis das Ding sich nach oben dreht. Irgendwie? Habe ich nicht. Ich glaube, ich habe den Kommentar falsch. Muss den irgendwie falsch gelesen haben? Warum? Ich lese den Kommentar am besten mal vor, liebe Freunde. Muss ich nochmal kurz gucken, ob ich das jetzt irgendwie falsch verstanden habe. Und zwar der Abschnitt. Bei der Repetierkanone in der heutigen Folge musst du die Feuertaste gedrückt halten, bis der Lauf und die Kamera nach oben ziehen. Dann wirst du einen Knopf auf dem Gebäude mit dem Tor sehen, den du nur mit der Kanone aktivieren kannst. So. Ah, ich Idiot. Entschuldige, ich bin viel zu bescheuert. Ich habe immer E einzeln gedrückt für jeden Schuss und ich hätte einfach E gedrückt halten müssen. Alles klar. Haben wir jetzt den Knopf? Nee, haben wir nicht. Matze Knopf, was ist da los? Alles klar. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Und dann habe ich des Weiteren in dem Kommentar gelesen. Ich hatte ja gesagt, dass mein kleiner Bruder immer mal zuschaut. Und da hattest du geschrieben, dass dein Bruder vor 2 Jahren verstorben ist. Das tut mir sehr leid und ich hoffe, dass du ja, jetzt trotzdem viel Spaß hast bei dem Let's Play und das, sage ich mal, die schwerste Zeit überstanden ist. Ist natürlich jetzt blöd, das in diesem Let's Play zu sagen, aber dennoch wünsche ich dir natürlich weiterhin viel Kraft und ja, ich freue mich, dass du mit am Start bist. Und vielen Dank für deinen Kommentar natürlich. So, wir haben jetzt also den Lorbeerkranz gefunden, liebe Freunde. Das heißt, wir können jetzt weitergehen. Ansonsten soll ich wohl keinen übersehen. Aber, ah Gott, lass mich. Abflug. Obelix. Na also, ich habe mich schon gewundert. Alter. Ich meine, in Comics gibt es ja nie Fallschaden. Okay, dafür kann ich jetzt nichts, dass ich die jetzt nochmal eingesammelt habe. So. Dafür geben wir ihm hier nochmal eine Nackenklatsche. Zack. Und da speichern wir mal hier. Jawohl. Let's go. So, dann hatte der gute Christian noch geschrieben, dass diese Römer hier tatsächlich unendlich sind. Also wenn ich mal irgendwie Helme brauche, dann kann ich hier ordentlich farmen. Schauen wir mal, wie gut ich jetzt durchkomme. Und du hast mich noch erinnert daran, dass ich ja noch eine Combo habe auf Tasche. Die muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. So, ich weiß gar nicht, hatte ich die Kollegen? Ich glaube, die sind auch unendlich hier, die Schlachtkollegen hier. Alter. Ist aber lustig, dass sie keinen Schaden machen. Hier mit ihren Q-Tipps am Start, Alter. Ja, ja, komm. Okay, hier geht's jetzt weiter. Und da schaue ich nochmal ganz kurz. Verbesserung. Und zwar die Tornado-Kombo. Das war Springen, Schlagen. Also Leer, E, Q und Shift? Oder was? Leer, E, Q, Shift. Dat. Ja gut, die ist auch einfach zu merken. So, wir probieren es mal. Let's go!
Der Wille zählt. So, aber bevor ich da lang gehe, gucke ich mich hier nochmal um. Ob nicht irgendwo im Wasser noch ein Lorbeerkranz auf uns wartet. Ja, ja, Mädels, kommt. Lass mich mal. Was ist hier zum Beispiel? Komme ich da noch hin? Was ist denn da? Was erblickt mein Auge? Nüscht. Und irgendwas leuchtet da immer noch da unten. Idefix, wo ist Obelix? Wo ist Obelix? Wie nur noch die Nase rausguckt. Wie? Ich krieg die Kamera leider auch nicht so hoch. Wie komme ich da hoch? Da ist doch ein Schild oben. Na gut, ich mache erstmal weiter. Wir können ja immer noch zurücklaufen. Wir können ja immer noch zurücklaufen. Das ist ja das Schöne bei dem Spiel. So. Ach so, Obelix hängt da irgendwie fest. So, jetzt aber ab zum Aufzug. Wir müssen auf die Brücke. Zack, 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 zack. Okay. Komm, komm mal her, Mädels. Ich meine, die Römer haben diesen Aufzug doch selber gebaut. Warum funktioniert dieser Mechanismus so, dass man Römer vermöbeln muss, damit die nach oben fährt? Ich meine, wenn die selber mal hochfahren wollen, dann müssen die sich ja gegenseitig verkloppen. Das ist doch nicht sehr weit gedacht, oder? So, lasst mich mal, Mädels. Ich will erstmal hier die Kisten kaputt machen. Ja, ja, komm. Abflug. Kommt her. Warum haben die eigentlich hier Büsche um sich rum? Also quasi, warum haben die sich getarnt mit Büschen? Ich meine, das bringt hier doch gar nichts. Hier sind keine Büsche. Also hier könnten auch keine Büsche sein. So, da oben. Ah, gucke an. Hier fahre ich... da hätte ich mir die Multi vielleicht noch aufheben sollen. Na, pass mal auf. Ich spring mal hier hoch. Wenn das irgendwie... ja, es geht. Kurz umgucken. Da ist auf jeden Fall noch so ein Speier. Scheiße. Na! Also nochmal. Nein! Fuck you. Jump, run. Elemente. Kann ich gut. Jawohl, das ist er. Und los. Go, 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 go. Jetzt auf das Ding. Come on. Zack. Los, 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 los. Schnell. Na gut. Wir haben unser Möglichstes getan. Nice, Keulen. Alter, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Von wegen Jump'n'Run-Elemente kann ich gut. Das war gelogen. Hui, ja. Also die Dinger fahren auch von selber hoch. Gut, ich dachte schon, die müssen sich echt immer gegenseitig vermöbeln. So, jetzt komm nochmal. Quietsch, 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 quietsch. Coole Statue. Soll das Cäsar sein oder was? Nee, oder? Der ist doch ein bisschen zu unrühmlich gekleidet dafür. Ah, oh Gott. Nein, ein Helm ist runtergefallen. Oh mein Gott.
So. Jetzt will ich nochmal gucken. Irgendwo war diese... Scheiße. Ach hier. Guck mal, hier geht's noch weiter. Na komm. Jawohl. Aha. Ah, da ist auch das Gerüst mit dem Schild. So, jetzt habe ich hier vier Platten. Oh, ein Rätsel, verstehe. Aber ich kann die Kamera nicht drehen. Ich muss wahrscheinlich alle grün kriegen. Okay, warte mal. Nee. Okay, die machen das. Hä? Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob es da ein System gab dafür. Jetzt einfach mal auf gut Glück. So. Komm dran hier. Jawohl, jetzt können wir die Kombo ausprobieren. Ah, verdammt. Okay, pass auf. Zack, 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 zack. Alter Schwede. Yo, Alter, was ist das denn? Oh mein Gott, ist das krank. Oh mein Gott. Alter. Hui. Ach du Scheiße. Okay, pass auf, da ist noch der Schild. Ich klopf hier mal auf, dass Obelix auch durch kann. So. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich jetzt da runterspringe zum Schild, dann muss ich doch nochmal den ganzen Weg wieder hochlatschen, oder? Ist dem nicht so? Nein! Oh je. Oh Gott. Hoffentlich schaffe ich das jetzt. Och, Menno. Würde mal interessieren, was da auf der Mütze, was das da für Zeichen drauf sind. Irgendwas Bestimmtes oder nur irgendwelche Punkte? Fuck, ey. Na komm. Ja, ja, komm. Nein! Nein! Was ist eigentlich da drüben? Ist da nur ein Steg oder was? Scheint nur ein Steg zu sein, aber von der Seite komme ich halt auch hoch. Ah, Freunde, ich will irgendwie nochmal da runter. Ich will nochmal hier um die Ecke gucken. Seid mir bitte nicht böse. Aber vielleicht verbirgt sich hier noch was. Da kommen wir zu dem Schild. Und was ist da drüben? Komm schon. Ich will nicht umsonst hier runtergesprungen sein. Lorbeerkranz, bitte! Verdammt. Gut. Okay. Also los. Komm, Obelix. Okay. Die Frage ist, wenn ich müsste jetzt halt nochmal runterspringen und dann müsste ich nochmal den Weg hochlatschen. Ach, ich lasse den Schild da jetzt liegen. Ich brauche den nicht.
So, okay, wir müssen erst da hoch mit Asterix. Komm, kleiner Mann. Stell dich auf den Stein. Halt, bevor wir uns auf den Stein stellen. Ist hier noch irgendwas? Mann, ich kann hier mal die Kamera nicht drehen. Jetzt. Nö. Gut. Let's go. Komm, Obelix. Und zurück. Wow. Wow, fuck. Obelix schleudert die irgendwie nie weg. Der schmeißt die mal irgendwo hin und dann ist gut, oder was? Obelix, das ist ineffizient. Die erholen sich doch. So, wir können jetzt da hoch. Ah, sag bloß, hier sind wieder unendlich Römer am Start. Abflug. Abflug. Obelix! So, da sind noch Kisten. Lecker Fleisch. Zieh, Asterix, zieh. Ist das jetzt richtig? Nee, warte mal. Nee, nee, nee. Das stimmt nicht. Wir müssen das Ding, glaube ich. Komm. Na komm. Kann ich das nicht schieben hier? Anscheinend nicht. Warte mal, wir müssen... Warte mal, das schießt dann hier lang, dann daran. Und dann? Okay, ich gehe erstmal hier hin. Komm, Obelix. Jawohl. So, komm dran hier. Komm her. So. Kisten. Nein. Dann haben wir schon wieder 13.000 Helme, liebe Freunde. Ist das nicht eine runde Zahl? Alter, die Tornado-Kombo, wa? Ah, verstehe. Okay. Jetzt müssen wir mal wieder runter. Jetzt müssen wir das Ding nämlich hier durchschieben. Ich weiß doch Bescheid, Freunde. Ich meine, der Obelix könnte auch mal helfen. Oh Gott, ich habe so Angst, dass sich der Asterix den Fuß einklemmt oder so. Alter. So. Stimmt das vom Winkel her? Ja. Das stimmt ganz genau. Und jetzt geht's los. Komm, Obelix. Noch ein Stück nach rechts. Das sieht doch gut aus. Gehen wir gleich ein paar. Zack, 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 zack. Hey. Na also. Tu das offen. Alter. Oder haben wir wieder so eine schöne Matratze. Die Gammelmatratze. Die Gammelmatratze der Römer. Auf der hier alle schlafen müssen in der Nacht. Die 5000 Römer, die wir hier platt gemacht haben. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir müssen alle auf dieser Matratze knacken. So. Da springen wir wahrscheinlich mit der Matratze auf das Podest da drüben. Und da geht's dann weiter. So, ich habe hier nichts übersehen, oder? Nochmal alles abgucken. So, was ist hier? Kommen wir hier vielleicht noch hoch irgendwie? So, das Ding da drüben habe ich gemacht. Hier kommen wir aber nicht hoch, ne? Gut, gehen wir erstmal weiter. Ich denke mal, wir haben jetzt alles eingesammelt. Also, Obelix.
Ab auf die Matratze mit dir, Junge. Abflug. Oh, okay, wir springen doch. Ja, alles klar. Wir springen doch hier hin. Alter, jetzt gibt's gleich nochmal die Ton. Oh, fuck. Alter, jetzt werfen die echt Bomben. Alter. Yo, die knallen ihre eigenen Römer ab? Sind die krank? Alter, alles klar. Warum ich hier gar keine Combo zu machen? Komm her. Komm her. Oh fuck. Wo ist der? Da bist du. Noch einer? Jawohl. So, das waren sie. Gib mir das Fleisch. Ich brauche es gleich. So, da haben wir schön wieder was gesammelt. Hä, aber da unten war doch noch so ein Podest. Oder war das einfach nur ein Gerüst? Da so. Ach, da komme ich vielleicht zurück. Ach nee, jetzt kommt der Asterix. Ah, alles klar. Jetzt kommen wir hier lang. Jetzt kommen wir hier lang. Ist aber schon krass, Alter. Wie der hier hochläuft. Weg mit euch. Ist aber schon gefährlich hier oben auf dem Gerüst, ey. Überleg mal, wie weit das da runter geht. So, wo geht's hier lang? Ich hab so Angst, dass ich hier runterfalle. Ach, geht's hier weiter, oder was? Muss ich dafür erstmal einen Knopf aktivieren oder so? Ach, die Kollegen ja schon wieder. Ja, komm mal her. Abflug, mein Freund. Alter, hier die Stabhochspringer wieder am Start. Zack, voll daneben! Komm her. Oh. Ja, komm. Ist aber schon nice irgendwie. Komm, Obelix. Ab mit dir. Wo ist Idefix? Wo ist Idefix? Obelix, wo ist Idefix? Alter, da passt mal einmal nicht auf den Hund auf. So. Das war wahrscheinlich der andere Knopf. Das andere Lichtlein. So, und wenn wir jetzt runtergehen. Alles klar. Zack. Und da geht's auch schon weiter. Okay. So, schnell alles kaputt machen hier. Dass sich das auch wieder lohnt. Alles mal 16. Noch mehr Multis. Na super. Und keine Helme. Aber ein Händler. Ich kann mir eh nichts kaufen. Shit. Echt keine Helme mehr. Mann. So, nochmal einen Blick zurückwerfen. Irgendwas übersehen. So, ich kann ja mal aus Spaß gucken. Schönen guten Tag. Guten Tag. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Ja, schauen wir mal. Du kannst jederzeit den alten Shit. Brauche ich alles nicht. Bis zum nächsten Mal. Ringrauen. So. Okay. Dann können wir eigentlich weiter. Da ist auch schon wieder Idefix.
So, hier will ich aber nochmal drum rumschwimmen. Und vielleicht gibt es hier einen Lorbeerkranz, liebe Freunde. So, hier kommen wir wieder hoch. Hier hab's nichts. Hier unten irgendwo? Nö. Ist auch nichts drunter versteckt. Nee, ich glaube, wir können weiter. Also dann. Zack. Abflug. Wir haben jetzt 5. Wir brauchen noch 7. Ich hoffe, Helvetien geht noch ein bisschen. Och, ist ja niedlich. Och, ist ja niedlich. Hier können wir speichern. Sehr schön. Hier können wir wieder zurück jumpen. Hier wird nochmal alles abgeschwommen. Können wir jetzt Boot fahren oder was? Das wäre ja geil. Oh, guck mal, was ist da hinten? Da leuchtet es. Jo, ich kann echt so weit rausschwimmen. Denn soll ich hier mit dem Boot eigentlich lang oder was? Nee, oder? Halt, ein Helm haben wir vergessen. Zack. Den nehmen wir natürlich mit. Was ist denn das hier? Warum kann ich hier so weit schwimmen? Die Befürchtung irgendwie, dass wir hier mit dem Boot eigentlich... Cool, das würde ja auch nichts bringen mit den Felsen. So, warte mal, jetzt habe ich... Oh, da habe ich welche übersehen. Ja, super. Boah, Alter, war es so weit? Oh, nee. Egal, ich folge jetzt einfach mal dem Weg. Keine Ahnung, was das hier ist. Mysteriös. Ich hoffe nur, am Ende der Fährte wartet ein Lorbeerkränzchen auf uns. Hey, sag mal bitte. Und was ist hier mit den Felsen los? Einen Moment. Ich schwimme mal kurz zurück. Ich will mal kurz gucken, ob ich das vielleicht nicht irgendwie mit dem Boot abfahren kann. Das dauert ja ewig, wenn ich hier alles abschwimmen will. So. Okay. Dann springen wir da nochmal hoch. Alter, ich sehe, das ist ja mega merkwürdig. Die Zeit ist auch gleich rum, Freunde. So. Sind wir wieder da? Das Problem ist, wenn ich jetzt speichere, dann sind alle Helme wieder da. So. Egal, ich würde sagen, ich speichere mal noch nicht. Ich nehme ja jetzt ein paar Völkchen auf. Ich speichere jetzt noch nicht und dann versuchen wir mal, ob wir mit dem Boot da langkommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge Asterix und Obelix. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.